In diesem Video geht es um das Widerspruchsverfahren gegen Marken. Nach der Eintragung von deutschen Marken kann man innerhalb von 3 Monaten ab Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch gegen diese Marken einlegen. Und dabei kann man sich einmal auf ältere Marken stützen, aber auch auf ein älteres Firmenkennzeichen zum Beispiel. Das Widerspruchsverfahren ist sehr günstig und die einfachste Möglichkeit, Marken aus dem Register zu entfernen, als Inhaber von Marken oder einer bekannten Firma, macht es also Sinn zu sehen, welche ähnlichen Marken eingetragen werden oder angemeldet werden, um dann anschließend Widerspruch gegen diese Marken einzulegen, um später eben nach Ablauf der Widerspruchsfrist, das wäre die Alternative, eben kein Gerichtsverfahren von einem Landgericht anstrengen zu müssen. In diesem Video erzähle ich was zum Zweck der Widerspruchsverfahren, zum Ablauf und vor allem zu den Kosten. Wir betreuen bei Fallschirm und Partner ungefähr 4.500 Marken, haben also da einen gewissen Erfahrungsschatz, was Marken und vor allem auch Widersprüche angeht. Nehmen wir mal ein Beispiel an. Ich bin Inhaber einer Marke Marimba für Tanzstudios und ich habe gesehen, dass es eine jüngere Marke, gerade eingetragen, Marimbo für Tanzstudios gibt. Jetzt kann ich also Widerspruch aus dieser älteren deutschen Marke Marimba gegen Marimbo einlegen. Ich könnte auch Widerspruch aus dem Firmenkennzeichen einlegen, wenn eben meine Firma Marimba heißt, also zum Beispiel Marimba GmbH. Dann kann ich auch aus dem Firmenkennzeichen Widerspruch gegen die Marke einlegen. Einfach ist es allerdings aus der Marke, da ich bei einem Firmenkennzeichen eben umfangreich beweisen muss, dass ich da deutschlandweit tätig war und auch diese Dienstleistung angeboten habe, meistens anhand von Rechnung. Das ist alles unangenehm, deswegen basiert man einen Widerspruch meistens auf einer älteren Marke. Mit dem Widerspruch muss man eigentlich auch eine vollständige Begründung des Widerspruchs abliefern. Was man allerdings machen kann, und das machen wir in der Regel so, man kann mit Einlegung des Widerspruchs eine Fristverlängerung von 2 Monaten beantragen und die wird in der Regel auch gewährt, sodass man dann nach Einlegung des Widerspruchs noch 2 Monate Zeit hat, eine ausführliche Begründung abzuliefern. Dann hat der Markeninhaber, in der Regel kriegt er 4 Monate Zeit, dann sich dazu zu äußern, zu dem Widerspruch. Der kann dann allerdings auch wieder eine Fristverlängerung beantragen. Der wird sich, wenn die Marke länger als 5 Jahre eingetragen ist, auch unter anderem mit dem Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke wehren. Man muss nämlich, wenn man eine Marke länger als 5 Jahre eingetragen hat, auf Anforderungen nachweisen, dass man diese Marke auch tatsächlich benutzt. Dazu hat man dann darf man wieder eine Stellungnahme abgeben, unter anderem auch die Benutzungsunterlagen einreichen und dazu hat man dann wieder 4 Monate Zeit und da kann man auch wieder eine Fristverlängerung beantragen und dann geht das in Deutschland eigentlich so oft hin und her, bis die Markenstelle denkt, dass sie genug Argumente an der Hand hat. Und dann wird sie irgendwann eine Entscheidung treffen. So ein Widerspruchsverfahren in Deutschland kann also irgendwas zwischen 1 Jahr und ich hatte auch schon Fälle, wo es 3 Jahre gedauert hat, in der ersten Instanz dauern. In der Begründung eines Widerspruchs muss man dann genau beschreiben, warum die Marken verwechselbar sind. Also einmal sind die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ähnlich oder identisch. Also in dem Fall Tanzstudio gegen Tanzstudio, also genau identisch. Und sind die gegenüberstehenden Zeichen identisch oder sehr ähnlich? Und in dem Fall Marimba, Marimbo, da kann man gut argumentieren, dass die eben hochgradig ähnlich sind. Dann muss man natürlich in der Begründung genau angeben, wer genau Widerspruch eingelegt hat, um eben zu zeigen, dass man auch Inhaber dieser geltend gemachten Marken ist. Und genau diese Argumente werden dann halt im Laufe des Widerspruchsverfahrens diskutiert. Also der Inhaber der angegriffenen Marke nimmt dann dazu Stellung und wie ich das gerade beschrieben habe. In der ersten Instanz fällt dann irgendwann eine Entscheidung und wenn diese Entscheidung von der Markenstelle getroffen wurde und der Mitarbeiter der Markenstelle nicht Jura studiert hatte, dann kann man gegen diese Entscheidung die sogenannte Erinnerung einlegen, also das nochmal einem Erinnerungsprüfer vorlegen, der eben dann Jura studiert haben muss.
Wenn das nicht der Fall ist, also wenn der Erstprüfer tatsächlich Jura studiert hatte, dann bleibt einem nur die Beschwerde beim Bundespatentgericht, die man auch nach der Erinnerung noch einlegen kann. Man muss auch nicht die Erinnerung einlegen, man kann auch direkt einfach in das Beschwerdeverfahren gehen. Meiner Erfahrung nach schließt sich der Erinnerungsprüfer oft der Meinung des Erstprüfers an, sodass meine Empfehlung sogar oft lautet, ohnehin direkt Beschwerde einzulegen beim Bundespatentgericht. Die ist allerdings etwas teurer, denn jetzt kommen wir mal zu den Kosten. Also so ein Widerspruchsverfahren wird in der Regel irgendwo so zwischen 1.500 und 2.500 Euro kosten. Je nach Kanzlei, die man wählt und je nach Aufwand, also wenn es eben um umfangreiche Benutzungsunterlagen geht, dann kann das auch mal teurer sein. Und wenn der Widerspruch ohne Bestreiten der Benutzung abläuft und die Argumente sehr klar sind, dann kann es auch deutlich unter diesem Kostenrahmen liegen. Aber das ist so ein typischer Kostenrahmen, der in meiner Erfahrung so oft auftritt. Die Parteien tragen jeweils ihre Kosten selbst. Und wenn man dann eben die Entscheidung in der ersten Instanz hatte und dann Erinnerung einlegt, dann wird die Erinnerung nochmal irgendwo so zwischen 500 und 1.000 Euro kosten, je nachdem, wie viel Aufwand da getrieben wird. Einfach so ein Erfahrungswert. Und wenn man dann Beschwerde einlegt, dann kommt es oft zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht. Und da muss man sich natürlich auch gut vorbereiten und dann eben auch die Verhandlung wahrnehmen. Und dann kann das eben auch gut so ein Beschwerdeverfahren auch mal zwischen 3.000 und 5.000 Euro kosten, also dann wesentlich aufwendiger sein. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Dann erfahren Sie in Zukunft immer, wenn ich ein neues Video hochlade. Das mache ich in der Regel jeden Donnerstag. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann drücken Sie doch auf Like. Wenn Sie Fragen und Kommentare haben, dann gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.